Solidarität ist rund um den FC St. Pauli und im FC St. Pauli nicht nur eine leere Worthülse, sondern Solidarität und solidarisches Handeln wird gelebt. Gerade zeigt das unser Handeln in diesen pandemischen Zeiten im Rahmen unserer Corona-Spendenaktion. Wir haben unfassbare 236.000 Euro erhalten, die wir jetzt über den Kitzelner Spendenbeirat dorthin geben, wo die Hilfe am dringendsten ist, wo Hilfe benötigt wird. Und wohin das genau ist, zeigen wir euch jetzt gleich mit einem kleinen Rundgang durchs Viertel. Wir stehen hier vor dem Kaffee mit Herz, die mit einem tollen Spendenantrag auf uns zugekommen sind. Und zwar geht es hier darum, Bedürftigen und Obdachlosen zu helfen. In Hamburg wird ja generell schon viel für Bedürftige und Obdachlose getan und gespendet. Und das Kaffee mit Herz hat sich dazu aber noch mehr Gedanken gemacht, um nachhaltig helfen zu können. Und es werden Wohnungen angemietet für die Obdachlosen, dass man dann auch wirklich nachhaltig den Leuten helfen kann. Und das finden wir eine tolle Sache, die wir natürlich unterstützen wollen. Wir befinden uns hier vor der Kinder- und Jugendtagesstätte Silbersack. Die Kinder- und Jugendtagesstätte hat uns darum gebeten, in einem Projektantrag sie zu unterstützen, für die Fassadenarbeiten, um das Ganze hier in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Und haben wir natürlich für gut befunden, weil wir auch der Meinung sind, dass das hier alles noch ein schöneres Antlitz verdient hat, damit sich die Kinder und Jugendlichen hier auch noch wohler fühlen können. Wir sind jetzt zum Haus der Familie gegangen. Das Haus der Familie hatte für ein Radfahrprojekt Gelder beantragt. Da geht es darum, erwachsenen Menschen einmal das Radfahren beizubringen oder denjenigen, die sich noch unsicher fühlen im Straßenverkehr beim Fahrradfahren, Hilfestellung zu geben, dass sie dann hinterher sich auch sicher fühlen im Straßenverkehr. Was wir sehr gut fanden, weil es eben den Menschen auch ermöglicht, nachhaltig mobil zu sein. Und ja, Radfahren wird ja auch immer wichtiger, deswegen fanden wir das ein sehr gutes und unterstützenswertes Projekt. Unser letzter Stopp dieser Runde ist hier im Fanladen, direkt neben den Fanräumen. Und ja, man kennt es als St. Paulianer, hier sind sehr, sehr viele Themen und Aufgabenbereiche, die sich hier drin abspielen. Und ja, für uns auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und deswegen unterstützen wir die Projekte in der Regel hier auch ganz gut, weil die einfach fannah sind. Es sind Projekte, angefangen mit Kleinigkeiten, wo die WC-Anlagen hier in den Fanräumen restauriert werden mussten, weil einfach so ein hoher Andrang hier natürlich bei Veranstaltungen und bei Heimspielen ist. Und ja, das ein oder andere Näschen da auch sicherlich zu leiden hatte. Aber da sind auch noch natürlich ganz andere Reisen und Projekte mit bei, Bildungsreisen, wo wir das natürlich sehr unterstützenswert finden, dass hier auch auf Aufklärung und ja, Sensibilisierung im Kampf gegen Rechts natürlich darauf hingewiesen wird und ja, alles sehr, sehr unterstützenswert. Wir möchten ein großes Danke sagen an alle BesitzerInnen von Dauerkarten, von Saisonkarten. Wir möchten ein großes Danke sagen an unseren Partner und Sponsoren, an unsere Business Seeds Kunden. Wir möchten Danke sagen an alle Fans, an alle Mitglieder, an alle Mitarbeiter des FC St. Pauli für diese unfassbare Hilfe in diesen schwierigen Zeiten.